Bei mir steht jetzt eine weitere frisch gewählte Regierungsrätin, Frau Brigitte Wiss von den Grünen. Herzlichen Glückwunsch. Sind Sie heute Morgen mit dem Gefühl aufgestanden, ja, heute klappt's? Nein, das bin ich nicht. Der Kopf hat gesagt, es geht nicht, weil wir so wie die kleinste Partei sind. Und der Bauch hat gesagt, es gibt gleiche Chancen. Und so hat es mich eigentlich auch die letzten Wochen immer hin und her. Es geht nicht, es geht, es geht nicht. Und dass es so, dass es klappt und so klar klappt, das überrascht mich total. Ich freue mich riesig. Können Sie sich vorstellen, warum das schlussendlich so klar geworden ist? Ihnen fehlen eigentlich nur 400 Stimmen zum Platz 1, aber nach unten sind es dann schon 5000. Das kann ich mir nicht erklären. Das wird die Analyse zeigen, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gespürt im Verlauf dieses Wahlkampfs, im Gegensatz zu vor 4 Jahren, dass ich auch sehr viel Unterstützung von unerwarteten Seiten habe, wo mir Leute gesagt haben, mal, du bist für uns mittlerweile auch wählbar. Und das habe ich gespürt. Aber das sind immer Einzelaussagen und das kann man nicht immer einordnen, was das heisst. Oder? Jetzt sitzen zwei Frauen in der Solothurner Regierung. War das längstens überfällig? Das freut mich ganz besonders auch. Es ist Zeit gewesen, ja. Es ist gut so. Wird sich dadurch die Arbeit im Regierungsrat ändern? Das kann ich ja dann nicht beurteilen, weil ich jetzt immer aus dieser Position starte. Das müssen wir unsere Kollegen, Regierungsratskollegen, in 2-3 Jahren fragen. Haben Sie schon ein gewisses Ressort, was Sie sich vorstellen können, welches Sie gerne bearbeiten würden? Nein, das habe ich nicht. Ich denke, das ist ein Gesamtentscheid von der Regierung und da möchte ich nicht vorgreifen. Wie sieht Ihr weiterer, sagen wir mal, Wahltag heute noch aus? Was steht noch an? Jetzt gehe ich dann zurück zu meinen Leuten, die mich unglaublich gut unterstützt haben und dann stoßen wir an. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Gratuliere noch mal herzlich und vielen Dank für das Gespräch. Merci.